Im nordwestlichen Spanien in der Provinz Galicien liegt die Stadt Santiago de Compostela. Der erste Teil des Namens ist eine verkürzte Form des lateinischen Sanctus Iacobus, zu Deutsch Heiliger Jakob. Der zweite Teil entstammt dem römischen Compostum, was auf Deutsch Friedhof bedeutet. Jakobus, einer der 12 Jünger, wurde im Jahr 43 in Palästina geköpft. Danach hatte man seinen Leichnam in ein Boot gelegt, das nach 7 Tagen im Nordwesten Spaniens angetrieben wurde. 800 Jahre später folgte ein Eremit mit funkelnden Sternen und er wurde zu einem Grab mit den Knochen des Apostels Jakobus geführt. Obwohl es nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür gibt, dass die Reliquien echt sind, begann danach der wirtschaftliche Aufstieg des kleinen Ortes und es entwickelte sich Santiago de Compostela neben Rom und Jerusalem zum bedeutendsten Wallfahrtszentrum der Christen. In einem Buch von 1140 ist nachzulesen, dass die Pilger auf ihrer gefährlichen Reise nicht nur mit schlechten Wegen und Krankheiten zu kämpfen hatten, sondern auch mit betrügerischen Wirten, falschen Priestern und Straßenräubern. Das hat sich bis heute nicht geändert und viele der 95.000 Einwohner leben ganz gut von den Hunderttausenden Pilgern und Touristen. Überteuerte Unterkünfte, aufdringliche Souvenirhändler und kommerzielles Spektakel säumen den ganzen Jakobsweg bis hinein nach Santiago de Compostela. Das Hospital de los Reyes Católicos ist eines der ältesten Hotels der Welt. 1489 wurde es von den katholischen Königen für reiche Pilger bauen lassen. Es war die vornehmste Pilgerherberge entlang des Jakobsweges und hatte eigene Ärzte sowie eine Apotheke. Seit 1958 befindet sich in dem Gebäude ein 5-Sterne-Hotel. Der Kathedralbau begann 1077 über den Resten einer älteren Kirche aus dem 8. Jahrhundert. Durch zahlreiche Erweiterungen wurde die Grundfläche von ehemals 8.200 Quadratmeter auf schließlich 23.000 Quadratmeter erweitert. Von außen wirkt die Kathedrale barock, sie stammt aber vollständig aus dem 11., 12. und 13. Jahrhundert. An den Seiten der Westfassade erheben sich zwei etwa 75 Meter hohe Türme. Im Mittelgiebel sieht man das Standbild von Jakobus in einer Darstellung als Pilger. Zu seinen Seiten und etwas unterhalb begleiten ihn seine Anhänger Athanasius und Theodor. Hinter dem Eingang fällt der Blick auf das insgesamt fast 100 Meter lange, 8 Meter breite und 20 Meter hohe Mittelschiff und den gegenüberliegenden Hauptaltar. In einer silbernen Urne unter dem Altar sollen sich die sterblichen Überreste des Apostels befinden. Der zentrale Teil der Urne ist aus Gold gefertigt. An Feiertagen gibt es in der Kathedrale ein ganz besonderes Spektakel. An einem 30 Meter langen Seil wird das mannsgroße Weihrauchfass von mindestens 8 Männern in Bewegung gesetzt. Die dicken Weihrauchschwaden hatten früher dazu gedient, die heftigen Körpergerüche der Pilger, die Tag und Nacht in der Kathedrale zubrachten, zu überdecken.